Sandra, du musst langsam mal ein bisschen besser werden in Mathe. Aber das macht keinen Spaß. Du wirst Mathe dein Leben lang brauchen. Mathe ist so... Kein Kommentar zu Mathe. Boah, ey, ich weiß nicht. Mathe ist einfach sehr, sehr wichtig. Mathe ist so... Mathe wird dich weiterbringen. Nee, Mathe ist... Mathe ist ein Traum. Mathe ist... Übertreiben wir es nicht. Das Schönste auf der Welt. Mathe ist ein Arsch für mich. Ich check die Zahlen nicht. Leute, Sandra erinnert mich extrem an meine Schwester. Und die Melodie ist von, keine Ahnung, wie heißt es? It's a hard not... Keine Ahnung, it's a hard not lie. It's a hard not... For us, it's a hurt, man kann. Doch, dieses, wo diese Kinder da mit diesen Löwenmasken und so, mit diesen farbigen Masken. Was ziehst du denn rein? Hä? Das war meine Trends. Hä? 4, 3 plus B Quadrat ergibt für mich Salat. Ich mag Salat. Sandra, würdest du jetzt bitte mal die... Das bin ich. Ich hatte es einfach mal bewundert. Kennt ihr ja schon aus meinen Videos. Ich möchte dich wirklich... Holst du jetzt bitte deine... Okay, da bin ich raus. Können wir nicht lieber mal was malen? Also das Outfit von Sandra ist extrem süß und sexy. Diese Sonnenbrille auf ihrem Kopf... Würdest du dich so anziehen? Ja, ganz ehrlich, ich würde es wirklich machen. Ich würde es wirklich machen. Challenge. Ja, hol, kaufst du was? Denkst du, ich gehe sowas kaufen? Ich kaufe dir das. Scheiße. Nee, okay. 24-Stunden-Challenge. 24 Stunden bleib ich wach halt in einem Tempel. Warum denn? Sieht das so gut aus? Hm? Der sieht doch so gut aus, warum denn nicht? 24 wach bleiben. Nee, 24 Stunden mit diesem Outfit. Jo. Rausgehen und so. Jo, geht voll klar, Leute. Okay. Jetzt no joke. Ich finde das gar nicht so hässlich. Okay. Vor allem mit der coolen Brille. Die Brille ist echt cool. Scheiße. Oder tanzen in lieber langen Tag. Können wir nicht mal Netflix und dann chillen? Denn das sind Dinge, die ich gerne mag. Ich hab keinen Bock, will lieber jetzt nach Hause. Doch ich darf nicht, ich hab ja schon gefragt. Dezimalbrüche, Kreisberechnungen, Textaufgaben, nein, gehen hier nicht rein. Ich mag Textaufgaben. Ich bin gleich wieder da. Leute, das bin ich. Wenn meine Mutter mir Aufgaben gibt, wie zum Beispiel, Sina, geh mal kurz einkaufen oder so, dann bin ich immer kurz in meinem Zimmer, kurz für eine halbe Stunde. 2x2 und 6 hoch 3 gehen an mir zack vorbei. Mathe ist ein Arsch. Na gut, Sandra, wenn du nicht lernen willst, dann nicht. Hier nochmal die Themen für morgen. Binomische Formeln, Zinsrechnung, Bruchrechnung und natürlich Textaufgaben. Das bin ich von der Arbeit, von einem Test. Ich bin auch so scheiße, wie schreiben wir morgen? Mathe ist ein Arsch für mich. Ich check die Zahlen nicht. 4, 3 plus B Quadrat ergibt für mich Salat. Mathe ist ein Arsch. Die können aber tanzen. Was hört sich? Voll die geile Choreo, Boys and Girls. Okay, nein. Hey, ich habe eine Challenge für dich. Was? Du ziehst dieses Outfit an. Ich tanze. Und tanze damit. Nein! In Kaufland? Ja, Mann. Kaufland. Ja. Da, wo ich immer bin, da, wo Dilek arbeitet. Ja. Willst du mich völlig verarschen? Ja. Leute, die Stimme von Sandra klingt nicht mal so schön wie bei Katja von Dicke Lippen. 4, 3 plus B Quadrat ergibt für mich Salat. Mathe ist ein Arsch. Ich feiere das Ding. Mathe ist ein Arsch. Aber ihr braucht es für die Schule, also lernt verdammt nochmal. So Leute, das war's im Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like und ein Abo da. Unten finde ich noch Instagram, Snapchat für mich und meine Schwester. Und meine Meinung zu diesem Video ist, dass es auf jeden Fall sehr lustig ist. Und also jetzt im Ernst, ich finde die Stimme schon nicht so schlimm. Weil es gibt, ich habe wirklich schlimmer gehört. Wop wop. Was? Wer? Wop wop. Oh. Baby. Wop wop.
Lali, Lali. Das kommt nicht rein, weil ich kann nicht singen. Das hört sich bestimmt gut an. Günstig versus teuer und ja, let's go. Leute. So viel Essen. Okay, Leute, wir fangen jetzt an. Ich weiß nicht, wo die Kamera steht. Ich brauche ein Messer. Was für Messer? Für was Messer? Ja, um zu öffnen. Achso, nein, darf ich betonen, dass es meine erste Mahlzeit heute ist. Und wie spät ist es? Also ja gut, Süßigkeiten.